Ehemaliger Bundespräsident äußert sich zu Ramadan. Baerbock hat's verbockt. Und Faeser zieht Bericht zu Muslimfeindlichkeit zurück. Dies und natürlich viel mehr nach dem charmantesten Intro auf YouTube. Abonniert uns, drückt den Daumen nach oben, kommentiert für den Algorithmus und vergesst nicht zu teilen, damit wir mehr tolle Menschen erreichen können. Schluss mit dem Gesabbel, Schluss mit der Werbung. Los geht's! Leute, erstmal einen wunderschönen Mittwochmorgen. Los geht's. Alena Buiks, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, wie wir alle wissen, spricht sich im Kontext des Klimawandels für eine verstärkte staatliche Kontrolle, mehr Migration und ein Umdenken beim Hausbau aus. In einer Diskussion wurden vielschichtige Herausforderungen des Klimawandels thematisiert, die nach Buiks tiefgreifende gesellschaftliche Anpassung, insbesondere in den Bereichen Solidarität und Unterstützungsleistungen erfordern. Das stimmt nicht. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die erzählt wird, dass man nichts sagen kann und dass man in die Ecke gedrängt wird. Wo denn? Das passiert gerne auf Titelseiten. Also das, finde ich, ist der schönste performative Selbstwiderspruch, den ich seit langer Zeit gehört habe, dass Leute sich darüber beschweren, dass sie nichts sagen dürfen und in die Ecke gedrängt werden, wenn sie etwas sagen. Und sie tun das in einer Talkshow nach der anderen. Natürlich doch. Sie betont die Bedeutung der individuellen Verantwortung und die Notwendigkeit, die Auswirkungen des Klimawandels in Entscheidungen wie dem Hausbau zu berücksichtigen, wobei sogar Bauverbote in bestimmten Gebieten erwogen werden. Die Erhöhung des Migrationsdrucks durch Klimafolgen und die Aufnahme von Klimaflüchtigen werden als unvermeidlich dargestellt. Dass sie beschreiben, würde ich nicht als einen Mundtot machen oder in die Ecke stellen oder sonst was beschreiben. Das glaube ich, da sollten wir uns hüten. Wir leben in einem Land, in dem man fast alles außer verfassungsfeindliche und andere Dinge, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen sollen oder dazu aufrufen sollen, wo man alles sagen kann und auch sagt. Also ich habe eine Wahrnehmung einer enormen Meinungspluralität. Manchmal ist mir das fast so viel. Es war wirklich, wirklich schwierig. Ja, okay, lassen wir mal so stehen. Könnt ihr euch eure eigene Meinung zu bilden? Einige Medienberichte beschäftigen sich mit Äußerungen von Christian Wulff, dem ehemaligen Bundespräsidenten Deutschlands. Viele von euch werden sich daran erinnern. Über das Verhältnis von Deutschland zum Islam. Wulff betont die Bedeutung von Toleranz und Anerkennung der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland, besonders im Kontext des Ramadans. Einwanderung und Vielfalt haben seit jeher unser Land geprägt. Mein Freund Özcan Mutlu, der auch hier ist, gerade filmt. Du zeichnest das auf, Özcan. Das ist natürlich hervorragend. Du denkst mit. Zeigt mit seinem jüngst erschienenen neuestem Buch 60 Jahre, wie Deutschland zur Heimat wurde, eindrücklich, wie reich unser Land durch die ehemaligen sogenannten Gastarbeiter und ihre Kinder wurde. Na Gott sei Dank kann der Mutlu ja eine Kamera halten. Stellt euch bloß vor, er müsste das Mikro halten. Übrigens spricht er sich für integrative Maßnahmen wie islamischen Religionsunterricht und Imam-Ausbildung in Deutschland aus, um Extremismus vorzubeugen und die Integration zu fördern. Wulff warnt auch vor den Gefahren des politischen Extremismus und plädiert für eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Islam und seinen Anhängern in Deutschland. In 27 Geschichten fasst er Vorbilder zusammen von den eben genannten Erforschern des BioNTech-Impfstoffes Sahin und Türeci, die BioNTech quasi Erfinder, oder auch Belit Onay, den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover. Es sind Geschichten auch von Ablehnung und Ausgrenzung, von Enttäuschungen und Misserfolgen, aber vor allem Geschichten von Mut, von Zuversicht, von Kampfeswillen und großen Erfolgen. Na,
Wer von euch hat gut zugehört? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Es war sehr interessant. Weiter geht's. Irland zeigt Widerstand gegen Wokeness und lehnt Gesetzesänderungen ab, die traditionelle Familienstrukturen aufweichen könnten. Diese Entscheidung steht im Kontrast zu Trends in anderen Ländern, wo ähnliche Vorstöße oft Unterstützung finden. Boah, kann euch sein. Die können doch nicht alle unmöglich rechtsextrem sein. Kein einziger spricht privat so. Sie glauben doch nicht, dass meine Nachfolgerin sich bei ihrem Mann an den Tisch setzt, abends nach der Sendung und sagt, du, wir hatten wieder viele ZuschauerInnen und wir hatten wieder, auch die KellnerInnen hat mir das Wasser rechtzeitig. Es ist doch alles ein Witz in Tüten. Die verarschen uns. Nichts anderes ist das. Ach, Peter, toller Mann. Weiter geht's. Nach einem tödlichen Autounfall in Berlin schlagen die Grünen im Bundestag vor, Senioren zu regelmäßigen Fahrtüchtigkeitstests zu verpflichten. Sie argumentieren, dass ältere Menschen trotz ihrer langjährigen Fahrerfahrung pro gefahrenem Kilometer am häufigsten Unfälle verursachen. Tja, liebe Senioren, wie sieht's denn da aus bei euch? Die Kommentarspalte gehört euch. Und dass der Strompreis ist, haben wir die Abgaben runtergenommen, die EEG-Umlage, wir haben die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz von 0,5 Cent abgesenkt. Das heißt, der Strompreis ist wieder 2017 für den Mittelstand. Und das ist ein Riesenerfolg. Bei den Gaspreisen haben wir Situationen erlebt, wir hatten sehr, sehr hohe Gaspreise. Natürlich hervorgerufen durch die Abhängigkeiten, hervorgerufen durch den Krieg. Der Gaspreis heute an der Börse hat sich wieder normalisiert. Ich frage mich tatsächlich immer wieder, wo die solche Wissenschaftler herholen. Oh, nee, weiter. Der Vorstoß sieht regelmäßige Überprüfung von Sehkraft, Hörvermögen und Reaktionsfähigkeit vor, um der nachlassenden Fahrtauglichkeit im Alter entgegenzuwirken. Andere Parteien übrigens und Organisationen lehnen gesetzliche Pflichten ab und befürworten stattdessen mehr freiwillige Tests, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Wir brauchen größere Visionen und darauf bestehe ich. Rohstoffe, Kobold, wo kommt das eigentlich her? Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Liebe Nichtmänner! Wenn der Energieverbrauch am höchsten in Deutschland ist, ungefähr mittags zwischen 11 und 12, verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Oh mein Gott. Und keiner konnte sich an sowas erinnern? Naja, ich weiß ja nicht. Kommen wir weiter. Deutschland wird erstmals seit der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs keinen eigenen Richter stellen. Dies ist die Folge einer Entscheidung der Bundesregierung, unterstützt von Außenministerin Annalenchen, eine Kandidatin aufzustellen, die die nötige Mehrheit bei der Wahl verfehlte. Das ist eine hybride Kriegsführung. Und bei mir hat es damals ganz gezielt als Frau gezielt. Das erleben wir auch heute. Dieser Krieg wird auch speziell zur Diffamierung von Frauen Ich sag lieber nichts zu. Kritik gab es an der Entscheidung, aufgrund geschlechtsspezifischer Quoten eine Frau zu nominieren, obwohl dies die Chancen auf eine erfolgreiche Wahl unter den gegebenen Umständen erschwerte. Haben russische Bots, und das wurde dann über andere Medien eingespeist, behauptet, ich sei eine Prostituierte. Dieses Thema kommt immer wieder auf, letztens in Serbien auch wieder. Und da sieht man, dass das eine Zermürbungsstrategie ist. Ach, nur NPCs hier. Kommen wir weiter. Das Bundesinnenministerium zieht aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung einen Bericht über Muslimfeindlichkeit zurück. Mehrere Experten, die sich durch den Bericht in ihrem Ruf geschädigt sahen, hatten erfolgreich geklagt. Der Bericht sollte nach dem rassistischen motivierten Anschlag in Hanau helfen, Muslimfeindlichkeit aufzuzeigen. Es ist Erinnerungszeit, ihr Lieben. Rein da. Der Bericht der unabhängigen Expertenkommission gibt uns diesen Eindruck, dass die Muslimfeindlichkeit sehr in der Gesellschaft verankert ist. Dagegen müssen wir vorgehen. Es geht nicht nur um Kriminalitätseinschätzung, es geht vor allen Dingen, dass Muslimfeindlichkeit in Schulen, in Hochschulen, im Alltag vorhanden ist. Und das müssen wir stark bekämpfen, denn Muslime gehören natürlich selbstverständlich zu Deutschland. Kritiker werfen dem Bericht vor, er sei missbraucht worden, um Kritiker des politischen Islams zu diffamieren. Die Zukunft
Herkunft der Veröffentlichung des Berichts ist unklar, da der verantwortliche Expertenkreis sich aufgelöst hat. Das ist interessant. Was wirklich notwendig ist, ist frühzeitig aufzuklären und frühzeitig in Schulen, in Kindertagesstätten die Bildung entsprechend auch aufzusetzen, dass solche Ressentiments gar nicht erst aufkommen, weil häufig ist es ja, ich sag mal, auch im Interesse manchmal solche Ressentiments zu schüren, und dagegen müssen wir natürlich hart vorgehen und Grenzen ziehen. In der Politik Grenzen frühzeitig ziehen. Da sehe ich im Moment eine große Gefahr, dass man Dinge zulässt, die in unserer Gesellschaft, die offen und tolerant ist, aber nicht toleriert werden dürfen. So, ihr Lieben, das reicht denn erstmal für heute Morgen. Wie üblich gibt es das kleine Abschlussvideo. Lehnt euch zurück, genießt die Show. Und liebe Grüße gehen natürlich raus an unsere Ina für das Video hier. Kleine Anmerkung, Carlo Schmidt, SPD, die Grundsatzrede vom 8.9.1948. Wir haben unter Bestätigung der alliierten Vorbehalte das Grundgesetz zur Organisation der heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes in einem Teile Deutschlands zu beraten und zu beschließen. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Wir haben hier etwas zu tun, das uns die Möglichkeit gibt, gewisser Notstände Herr zu werden, besser Herr zu werden, als wir das bisher konnten. Auch ein Staatsfragment muss eine Organisation haben, die geeignet ist, den praktischen Bedürfnissen der inneren Ordnung eines Gebietes gerecht zu werden. Auch ein Staatsfragment braucht eine Legislative, braucht eine Exekutive und braucht eine Gerichtsbarkeit. Ja, da könnte man mal drüber nachdenken, was er da gesagt hat. Gut, ihr Lieben, für heute haben wir es erstmal wieder geschafft, beziehungsweise heute Morgen. Verpasst auf jeden Fall nicht unser nächstes Video heute Abend, beziehungsweise im späten Nachmittag, und wir hoffen, euch hat dieses Video natürlich wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein kostenloses Abo da, drückt den Daumen nach oben und ihr wisst, was jetzt kommt. Penetriert die Kommentarspalte. Und ich sag dann mal bis gleich oder beziehungsweise bis nachher. Eure Schnute, Tobi. Ciao.